Viele befürchten, dass durch die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes ein Eingriff ins Privatvermögen vorgenommen werden könnte. Ob diese Befürchtungen berechtigt sind, diskutiere ich hier heute vor Ort mit meinem Lieblingsrichter Thorsten Schleif. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass doch bitte ein Abo da und schreib uns unten in die Kommentare, welche Themen dir noch gefallen würden. Thorsten, ich grüße dich heute hier nochmal vor Ort im Rheinauer Hafen. Hallo Markus, danke schön, dass du da bist. Dankeschön. Lastenausgleichsgesetz von 1952, was wurde damals damit geregelt? Damals sollte geregelt werden, dass wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine Menge Kriegsgeschädigte hatten, also jetzt nicht nur körperlich Geschädigte, auch, aber vor allen Dingen eben Vertriebene und solche, die ihr Vermögen, gerade auch Immobilien, verloren hatten. Und da sollte ein Ausgleich geschaffen werden zwischen denen, die eben nicht so viel verloren hatten, vielleicht sogar durch den Krieg gewisse Gewinne gemacht hatten, und zwischen denen, die es verloren hatten. Jetzt ist das Gesetz geändert worden mit Wirkung 2024 und viele Leute haben die Befürchtung, dass durch diese Änderung quasi sowas Ähnliches wie eine Solidaritätsabgabe, also eine Vermögensabschöpfung bei den Leuten stattfinden könnte, aufgrund oder zur Regulierung von Impfschäden, aber eben auch nicht nur Regulierung von Impfschäden, auch weil insgesamt eben ein Riesenloch in der Bundeskasse gerissen wurde durch die ganzen Corona-Schäden. Ist diese Sorge berechtigt? Du hast dir das Gesetz mal näher angeguckt. Die Sorge ist teilweise berechtigt, weil tatsächlich einige Kräfte aus dem Parlament diese Idee hatten. Okay. Es gibt es, muss man dazu sagen, einen Bericht des Wissenschaftlichen Beirats vom Finanzministerium. Und wenn man sich den mal durchliest, da sitzen also durchaus kluge Leute, das ist nicht ganz so wie beim Parlament, und die haben eigentlich sehr, sehr klar gesagt, das sollte man nicht machen. Ja, okay. Das heißt, es wurden ja Teile des SGB wurden ja im Lastenausgleichsgesetz geändert, und da haben viele daraus gedeutet, dass daraus dann ein Rückgriffsanspruch in das Privatvermögen der Leute erfolgen könnte. Ich habe mir die Formulierung angeschaut, mit viel Fantasie könnte man das so auslegen, aber wenn man sich so das gesamte Werk anguckt, meine ich auch juristisch, dass man nicht dazu kommt. Wie siehst du genau diese maßgebliche Formulierung? Ja, ebenso. Also wenn man sich mal anguckt, einerseits der Sinn und Zweck dieses Gesetzes, eben diese katastrophalen Schäden des Weltkrieges auszugleichen, an dem Punkt muss man ja schon sagen, wir haben eine ganz andere Sachlage. Also Zweiter Weltkrieg, Infrastruktur zerstört, 20% der Wohnungen zerstört, 30% Arbeitslosen auf dem deutschen Markt. Ganz andere Situation als das, was wir jetzt haben. Die Einbußen, die jetzt in den Einkommensschichten entstanden sind, sind ja deutlich geringer. Das heißt, allein deswegen schon dieses Gesetz anzuwenden, das eben für eine absolute Ausnahme geschaffen wurde, halte ich schon für falsch. Ich habe diese Paragraphen gelesen, mit viel Fantasie, wie du sagst, kann man es reinlesen, ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht so. Das Ganze basiert ja aus der Befürchtung, dass wenn es Impfnebenwirkungen oder Impfschäden geben sollte, dann hat ja die Regierung eine Haftungsfreistellung erklärt für die Pharmaunternehmen. Kannst du dieses Konstrukt nochmal verdeutlichen? Weil viele Leute meinen ja, dass die Pharmafirmen komplett raus seien und dass man überhaupt keinen Anspruch hätte auf Impfnebenwirkungen. Ist das so? Ganz so ist es nicht. Also man hat nach wie vor Ansprüche. Diese Teilfreizeichnung hat es gegeben, das ist richtig. Jetzt müssen wir bei uns aber auch mal klar machen, wir sind jetzt schon im zweiten Jahr der Impfung. Bisher halten sich die Impfnebenwirkungen extrem weit unten. Mhm. Das heißt also, dass jetzt wirklich die Leute befürchten, die werden zwangsenteignet, um Impfschäden ausgleichen zu können. Das halte ich für falsch. Ja. Der Gedanke des Parlaments war auch eher, die haben ja 187 Milliarden, glaube ich, in zwei Nachtragshaushalten zusätzlich aufgenommen. Diese Schulden, die zusätzlich gemacht worden sind, über eine Sonderabgabe zu tilgen. Das war eher der Gedanke, nicht die Impfschäden, um die ging es nicht. Genau, und ergänzend dazu vielleicht auch, wenn man tatsächlich Impfschäden erleidet, dann geht man zivilrechtlich ja trotzdem noch gegen das Pharmaunternehmen vor, und wenn dann das Pharmaunternehmen zu einem Schadensersatz verurteilt werden sollte, dann springt der Staat ein. Das heißt, ganz raus aus der Nummer sind die Pharmaunternehmen. Nicht so ist das Ganze zu verstehen. Also, wie immer liegt der Teufel im Detail, aber ich denke, wir konnten hier die Befürchtungen ein wenig entkräften, und wir sehen uns wie immer vor Gericht.